Die neunjährige Rasha spielt eine Erwachsene. In einer Serie aus Syrien, die im Internet gezeigt wird, spricht sie am Telefon über ihre Träume, die 4 Jahre Bürgerkrieg zerstört haben. Mein Traum ist ein freies Land, stabil und voller Würde. Mein Traum ist, dass die Kinder zurückkehren, dass alle Flüchtlinge nach Hause kommen. Mein Herz zieht sich zusammen, wenn ich mir das vorstelle. Ich träume, dass das Wort Flüchtling aus unseren Wörterbüchern gestrichen wird. Rasha spielt die Hauptrolle der Abdo al-Halabiya in der gleichnamigen Serie. Alle 30 Folgen wurden in der zerstörten syrischen Rebellenhochburg Aleppo gedreht. Die erste Folge, die im Sommer 2014 veröffentlicht wurde, erhielt bisher mehr als 160.000 Klicks. Solange ich atmen kann, werde ich nicht von hier fortgehen, bis Gott entscheidet, dass es Zeit ist zu sterben oder die Unterdrücker zu besiegen. Gefilmt wurde in einem Teil in Aleppo, der von Rebellen gehalten wird und der täglich von der syrischen Armee bombardiert wird. Es ist ein kleines Mädchen, das in dieser Situation lebt und schneller erwachsen wird als andere. Das Mädchen verwandelt sich in eine Frau mit Kindern, einem Mann und Alltagsproblemen. Die Produzenten haben bewusst entschieden, dass Kinder die Rollen der Erwachsenen spielen sollen, um die Aufmerksamkeit auf die Auswirkungen des Konflikts zu lenken. Es ist nicht nur schwierig zu filmen. Die Probleme liegen im Alltag. Es fehlt uns an allem. Es gibt kein Wasser, keinen Strom, keine Kommunikations- und Transportmittel. Wir haben nichts von alledem. Die Bilder der einstmals blühenden Stadt vor dem Krieg, die gelegentlich eingestreut werden, erinnern an all das, was die Bewohner von Aleppo verloren haben.